Hiermit eröffne ich die heutige Versammlung hier beim SWR. Leider zeigt sich von den Herrschaften mal wieder niemand, um uns mit uns praktisch einen Austausch zu machen. Wir hatten euch schon im letzten Jahr aufgefordert, neutral und wahrheitsgemäß zu berichten. Aber ihr tut es nicht, denn ihr seid für mich nach wie vor nur ein Staatsfunk und nicht unabhängig. Und über uns wurde 2 Jahre im Corona-Zeitalter nur Framing ausgeschüttet. Was waren und sind wir doch nicht alles? Querdenker, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, rechte Nazis und vieles andere mehr. Wir sind aber die Menschen aus der bürgerlichen Mitte, wo schon seit 2 Jahren für Frieden, Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung auf der Straße sind. Ihr seid verantwortlich für die Spaltung der Gesellschaft, da ihr nur von früh bis abends in euren Qualitätsmedien Angst und Panik versendet, die Politiker euch vorgeben, so wie ein Herr Lauterbach, wo schon jetzt wieder von einer schlimmen Welle vom kommenden Herbst an spricht und die lächerlichen Affenpocken noch als nächsten Gag hinterher raushaut. Ich fordere euch auf, löst euch von den Politikern und ihren korrupten Machenschaften, wie den Maskentest, den Test und den Impfdosen-Deals, wo ein Riesendeal mit der Pharmaindustrie läuft. Berichtet doch über unsere Politiker, die in diesem Land tun und lassen können, was sie wollen. Nenne nur unseren Bundeskanzler Scholz, Wirecard und Camex, so einer als Bundeskanzler. Sie dürfen über 83 Millionen Bürger bestimmen, ohne sie zu fragen. Ich dachte, 16 Jahre unter Merkel waren schon schlimm. Aber nun wird alles nochmal durch die Ampel getoppt, vor allem durch die grüne Regierungsbeteiligung. Es wurde von euch nur publiziert, was Corona-Zahlen jeden Tag anging. Das war euch wichtig. Berichtet über die vielen Impfschäden und die Toten, die es sogar jetzt schon gibt, durch die Spritze. Durch eure einseitige Berichterstattung der Angst- und Panikmache sieht man jetzt immer noch, wo viele Menschen im Freien mit Maske rumlaufen. Dies ist euer Verdienst über eine falsche Berichterstattung. Lauft mal mit euren Kameras durch unser Land und zeigt mal die Umweltverschmutzung durch tausende rumliegende, weggeworfene alte Masken auf. Aber anscheinend ist euch auch dieser Genderwahnsinn, der hier Einzug gehalten hat, anscheinend wichtiger als das Wohl der Bevölkerung. Löst euch endlich von den Fesseln dieser verlogenen Politik, dieser korrupten Politiker. Berichtet wahrheitsgemäß und nicht, wie es die Damen und Herren in Berlin wollen. Warum wollen denn eigentlich immer weniger Leute die Zwangsgebühren der GEZ entrichten? Weil sie sich verarscht vorkommen. Andere machen das immer noch gerne, weil sie eurer Unwahrheit glauben und somit wird die Spaltung in der Gesellschaft immer weitergehen. Wir kennen viele Wahrheiten, da wir uns auch bei unabhängigen Medien informieren. Und davor haben die Politiker Angst. Und warum berichtet ihr eigentlich nicht, warum in Frankreich bald die Rundfunk- und Fernsehgebühren abgeschafft werden sollen? Habt ihr Angst, dass es auch hier passieren könnte? Sicher nicht, denn wir leben doch im besten Deutschland, das es je gegeben hat. Ich habe also Mitte Januar den SWR angeschrieben und habe gebeten um eine persönliche Stellungnahme zur Impfpflicht. Und ich habe also versucht, sachlich meine medizinischen Gründe habe ich vorgetragen.
Also insbesondere, weil ich bin eine Minderheit hier mit einer Autoimmunerkrankung. Eine Antwort seid ihr mir bis heute schuldig geblieben. Stattdessen habe ich eine Empfangsbestätigung bekommen, so nach dem Motto, ja, wir haben Ihre, vielen Dank für Ihre Nachricht an den Südwestrundfunk, die wir schnellstmöglich bearbeiten. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Programm und die zahlreichen Mails, die wir bekommen. Und 3 Tage später kam nochmal eine automatische Mail-Empfangsbestätigung. Da steht drin, wir haben Ihre Nachricht ungelesen gelöscht. Der Joe von den Trommlern, der nennt diese Zeit, die wir gerade erleben, Honigzeit. Und ich finde dieses Wort richtig gut. Honigzeit ist die Zeit, wo wir jetzt alle im Garten sitzen, grillen, wieder uns erholen und wieder so tun, nicht nur wir, sondern die anderen auch, wieder so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Und das wird uns wahrscheinlich im Herbst auf die Füße fallen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. So, zum Thema SWR. Jetzt war ich am Wochenende in Hambach, davor war ich ganz oft in Reutlingen und jetzt habe ich die Berichterstattung vom lieben SWR dazu gesehen, wie 3000 weiß gekleidete Menschen in Hambach dieses Fest überfallen und eingenommen haben und gewalttätig gegenüber einem Herrn waren, der mit irgendwie so ein SPD-Politiker oder was weiß ich was das da war, der sich ganz empört hat und wo im Nachhinein auch die Videos rausgekommen sind darüber, wie der uns angegangen ist. Also die Wahrheit kommt, danke an unsere ganzen. Er hat gesagt, wir sind alles Bescheuerte. Ah ja, genau, Bescheuerte. Ja, so genau so war es. Ich kann es nicht rezitieren, aber ungefähr, ihr kennt die Videos alle. Und ich bin ganz froh drum, dass wir eigene Leute dabei haben. Und mittlerweile interessiert sich, wo ist denn der Herr aus Karlsruhe? Wo ist denn der? Der freie Pressemann dann, der... Ah, da? Okay. Ja, genau, da ist er ja. Also, dass wir mal ein bisschen... Menschen, die von außen, die eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben, dass sie mal aufmerksam auf uns werden und mal versuchen, eine andere Perspektive zu sehen, sich mit uns zu halten. Erstmal Dankeschön dafür. Ich sehe nur, hier passiert viel Bullshit. Alles andere kann ich nicht mehr, also ich finde keine Wörter dafür außer Bullshit. Es ist eine Zeit des Theaters, meiner Meinung nach. Es ist eine Zeit, die wo es immer offensichtlicher bescheuert wird. Aus meiner Perspektive raus, von Corona, dann Ukraine, dann ist auf einmal keine Maske mehr, dann Affenpocken, dann bald wieder Maske. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen, will es auch gar nicht mehr nachvollziehen. Für mich ist das eine blöde Religion und die dabei helfen mit. Gottes, oder nee, nicht Gottes Wort, sondern das Wort des heiligen Klabauterbach zu verkünden und machen sich damit in meinen Augen mit schuldig. Und das müssen die anderen auch irgendwann mal vor irgendeinem hohen Gericht, sei es Gott oder sei es das Universum oder irgendjemand, sie werden sich dafür rechtfertigen müssen. Dankeschön. Also, ich bin der Carsten, ich komme aus dem Osten. Als die Mauer fiel, war ich 23. Das heißt, ich habe die DDR-Presse kennengelernt. Und die DDR-Presse damals fühlt sich so an wie der SWR oder die Mainstream-Medien heute. Und das ist echt nervig. Ich will da nicht zurück dahin. Kann ich nur bestätigen, weil ich komme auch aus dem ehemaligen Osten. Ne? Bin gebürtiger Dresdner. Habe 37 Jahre in dem System leben müssen, leider. Aber heute muss ich leider sagen, ich hätte mir nie träumen lassen, dass mich die Vergangenheit mal so dermaßen einholt und dass es noch viel, viel schlimmer wird. Und wenn Sie in Ihre Talkshows da nur einseitig die sogenannten Stars einladen, die labern sich die Taschen voll, da wird niemand reingeholt in die Sendung, wo man einen Kontakt gibt. Da war gestern eine, die war beim Lanzi da wieder, habe ich mal kurz reingeschaut. Die haben die niedergemacht, das war unglaublich, weil sie gesagt hat, mit dem Ukraine-Krieg, war auch unsere Meinung, dass man es nur schafft, indem man keine Waffen mehr liefert, sondern an Verhandlungstisch zurückkehren muss. Das ist ein Skandal, wie hier abgegangen wird. Hauptsächlich, das ist mein spezielles Thema, ist genau dieses Gebäude, was im Prinzip zu 90% schuld ist an dem, was insgesamt passiert. Ich habe für mich jetzt mal die NRW-Wahlen genommen. 45% der Menschen von 13 Millionen haben dort nicht gewählt. Also die sind nicht mehr einig mit dem, was in Deutschland passiert. 8,2% andere, die sind genauso nicht mehr einig.
und 5,4 AfD, dies oder so nicht. Also man muss sich vorstellen, fast 58% der Menschen sind gegen das, was im Moment in Deutschland passiert. Und der SWR spricht von einer Minderheit. Das ist für mich unglaublich. Dann wird danach in die Medien wird vom SWR berichtet oder auch ZDF, ARD, egal, wurde nur gefeiert, wie die Grünen sich verdreifacht haben. Da muss ich mir einen Kopf langen. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch das Übel, das sind die 57, 58%, wo nicht mehr einig sind mit dem, was in Deutschland passiert. Die muss ich, das muss ich in den Hauptpunkt setzen. Das haben sie so gut wie gar nicht berichtet. Ich bin ein Journalist mit einem Presseausweis und schäme mich so unglaublich für meine, für die Berichterstattung hier, die hinter mir stattfindet, aber auch für jeden Journalisten hier in ganz Deutschland. Was ist denn mit meinem Berufsstand so los? Wurde am Montag von der Reutlinger Veranstalterin hier angerufen und hier wurde das Telefonat geführt über diese Berichterstattung am Montag, die unterirdisch war, die geframed wurde, ja, wo ganz, ganz übel zusammengemixt wurde, was nicht zusammengehört. Das möchte ich an dieser Stelle klarstellen, dass hier, das hier angekommen ist in dem Haus durch dieses Telefonat, ja. Wir versuchen uns immer wieder zu wehren und darum sind wir auch hier, um sowas anzugreifen, direkt an dieser Stelle, dass wir sowas nicht durchgehen lassen. Solche unterirdischen Berichterstattungen, wie am Montag ausgestrahlt wurde. Dass die wissen genau, was sie tun. Und mit jedem einzelnen Stream, mit jedem Video, mit jedem Bild, was ihr veröffentlicht, macht ihr das klar da draußen, dass wir eine Meinung haben dürfen, sollen und dass das weiter verbreitet wird. Und dass sowas in die Zukunft entscheidet, ja, ist uns klar geworden die letzten 2 Jahre, was über uns geschehen ist in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Ja. Das ist ein Angriff von den Medien, wo Meinung gemacht wird. Das muss uns allen klar sein, dass die die Hauptschuldigen waren, was in diesem Land geschehen ist. Drum sage ich nochmal an der Stelle Danke an all die Ehrenamtlichen, die streamen, die Fotos machen, die Videos machen da draußen. Drum stehe ich hier als Journalist, als freier Reporter, der nicht gebunden ist. Ja? Viele Journalisten sind gebunden, was undemokratisch ist, was die ganze Sache so weit gebracht hat, dass wir heute hier stehen müssen und auch alle gerne hier stehen für unsere Meinung und ein klares Zeichen raussenden. Ich sage Dankeschön an der Stelle. Berichtet wahrheitsgemäß! Berichtet wahrheitsgemäß!